Immer wenn die Not am größten ist, dann steht man ganz allein da. Lieselein! Jetzt wird es Zeit, dass ich mich fertig mache. Nicht, dass ich zu spät zu meiner Schicht komme. Gut, muss ich wieder. Ach, da ist das Telefon. Ja. Sag mal, Liesl, hast du mir mal. Bitte was? Was wär's da? Was, ein Tank? Ein Chef? Brenn? Diesel? Was? Italien? Mit der Verbindung, die ist ganz, ganz schlecht. Ich bin der Sepp Brummer, richtig, ja? Meine Frau ist die Liesl. Elisabeth, ja. Wo wir wohnen? Ob wir da noch wohnen? Selbstverständlich, was denken Sie denn? Ja, Haus Nummer 17. Richtig, jawohl. Sie fahren die Münchenstraße Richtung Gauting raus und dann rechts über die Würmbrücke und dann Haus Nummer 17, ja. Aber wieso? Hallo? 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 Wo schreist denn Chor so? Das Ding wird vielleicht erschreckt. Hallo? Aufgeht, ja. Glaubst du, dass die ganze Nachbarschaft hörte? Das ist ein Telefon und keine Buschtrommel. Ah, was nicht sagst. Ja. Gut, dass du mich daran erinnerst. Da war ich jetzt selber gar nicht draufgekommen. Wer war denn da schon wieder so schwerhörig? Ja. Doch nicht unser Erbtante Mali, meine allzeit geliebte Schwester. Nein. Braucht's wieder Salbeigurt. Die war's ausnahmsweise mal nicht, aber ich weiß auch nicht, ich bin da nicht recht schlau geworden draus. Nein. Irgendwas von einem Tank, Chef, Brenn, Diesel und irgendwas von Italien hat's gefaselt. Ach, hat vielleicht deine geschäftstüchtige Gattin einen preiswerten Heizöllieferanten aus Italien aufgetan? Ne? Naja, EU und so. Ja, ja. Da in Zeiten, wo der Ölpreis explodiert, da muss man vorsorgen, nicht? Naja, und Tankchef, da wird heute halt der Chef die Lieferung avisiert haben. Ja, du hast doch keine Ahnung. Wie immer halt. Ja, du weißt das doch, Vater. Bei meinem Schichtdienst, da kann ich mich dann auch noch ums Heizöl und um so Sachen kümmern. Ja, und während der Wiesn, da kann man mit dir schon zweimal nichts anfangen. Darum ist es gescheiter, wenn die Elisabeth den Laden da schmeißt. Ah, vielen Dank für dein Vertrauen. Sehr lieb von dir. Und du selber? Ja. Waren wir wieder einmal beim Ohrkatzel der Schrecke im Wald, oder? Oder möchtest vielleicht der alten Frau Helmer von Nummer 17 ein bisschen imponieren? Die ist doch erst 73. Ja? Ja, also viel zu jung für mein Beuteraster. Nein, nein, in Zeiten von solchen Festivitäten, da brauche ich meinen Ausgleich. Na ja, frische Luft und Kreislauf stärken. Verstehe, ja, ausgelassener die Orge, ja, desto größer und brutaler der schwarze Kater, gell, ja. Ja, wie hat Oma immer gesagt? Ja. Bub hat's gesagt, Bub, wenn's Saufen nicht vertragst, dann trinkst du den Kamillentee. Ja, ja. Du, erstens hat es der Opa zu dir gesagt. Ach so. Und zweitens sauf ich nicht, sondern ich genieße täglich meine gepflegte Wiesenmaß. Ja. Und ich nehme an einem kulturellen Traditionsereignisteil sozusagen, nicht an einer Orgie. Aber du möchtest jetzt scheinbar dein Gehalt mit Altglassammlungen auffrischen, oder? Oder was sollen die Wasserkisten da bedeuten? Wenn du dich richtig erinnern kannst, mache ich auch während der Wiesenzeit meine Trinkkur. So, ja. Allerdings mit Mineralwasser. Ja, ja. Was andere Leute im Frühling zur Fastenzeit machen, das machst du im Herbst. Du warst schon immer ein ziemlicher Spätzünder. Vielleicht liegt's an dir, mein lieber Papi. Warum? Ja, weil du mir die Uhr nicht gescheit gelernt hast. Ach, und drum stehst du jetzt da wie der heilige Onufrius und verdorstest in der Wüste zu Kreilin. Wie der wer? Onufrius. Das war ein Einsiedler in der Wüste. Ach so. Ja, wenn du vom Marienplatz ins Tal runtergehst, dann siehst du rechts an einer Hauswand ganz groß abgebildet. Ja, der hat den gleichen leidenden Dackelblick gehabt wie du. Aber das müsste doch eigentlich ein versierter Münchenkenner wie du wissen. Ich bin Traumbahnfahrer. Ja, ja. Bevorzugt auf der Linie 18 vom Effnerplatz zum Gondrelplatz. Genau, der gute alte Gondrel, ja. Das war doch der mit den Bayern im Himmel, gell? Und so wartet die bayerische Staatsregierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen. Hast du vielleicht eine göttliche Eingebung, wo mein Liesl sein kann? Warum? Hast du Zeit lang noch hier? Nein, Wasser hab ich keins mehr. Nein, du wirst ja nicht sagen, dass du am dritten Tage von deiner Kur schon kein Wasser mehr hast und bangst jetzt um dein gesundheitliches Wohlergehen. Wie, sag mal, Mensch.
Na, gescheiter ist, du trinkst ein Leitungswasser, das ist eh besser. Frisch aus der Quelle. Oh, trink Leitungswasser, ja. Sehr schlau, gell? Mhm. Weil wir hinter der Straßenbahn immer eine Wasserleitung nachziehen, gell? Ja. Dann kauft er halt auf dem Weg in die Arbeit am Kiosk ein Flascherl. Warte, Wasser ist nicht gleich Wasser. Da kommt es auf die Mineralstoffe und auf die Spurenelemente an. Das müsstest du als joggender Gesundheitsapostel eigentlich schon wissen. He? Also erstens mache ich Nordic Walking, gell? Ui, ui, ja. Zweitens brauche ich Wasser nur zum Zähneputzen. Aha. Und vielleicht nur für meinen Kaffee. Versteh schon. Ja, ja, zum Bierbrauen, gell, da braucht man kein Wasser, gell? Ja, natürlich braucht man da Wasser. Aber stell dir vor, das Bier kriege ich schon fertig gemischt angeliefert. Guten Morgen! Ja, war das jetzt eine Fata Morgana oder ist gerade meine Tochter vorbeigegangen? Ja, auf jeden Fall war es meine Enkelin. Ob es deine Tochter ist, das musst du selber wissen. Hast du sein Studentenleben, hä? Kriegt beim ersten Hahnenschrei frühestens um 14:15 aus der Bettstadt. Mein Gott, sei doch nicht so anspruchsvoll. Zumindest ist es aus ihrem eigenen Bett gekommen, nicht? Das ist allerdings sehr beruhigend, ja. Babschi, ich hab doch noch Semesterferien bis zum 1. Oktober. Und außerdem hab ich schon das erste Wiesenwochenende hinter mir. Ah, das nennt man dann studieren, gell? Ich versteh ja, schon, ja, ja, ja. Semesterferien bis im Winter, nein, ja, ja. Babschi, ich verstehe euch nicht. Ja, das wäre ganz was Neues, wenn die Kinder die Eltern einmal verstehen würden, ne? Ja, du hast jetzt ausnahmsweise du einmal recht, mein Sohn. Also, ihr Eltern, ihr seid schon komisch. Ja, erst macht ihr alles, dass uns Jungen einmal besser geht, und dann werft es uns vor, wenn es uns besser geht. Ja, bald wird alles viel besser werden, kommen von den Jungen her. Aber früher war doch alles viel schöner, hört man dann die alten Flehner. Ja, ja. Ich wirf dir ja nichts vor, aber solange du deine Füße unter meinen Tisch nimmst. Wieso stopp? Ich darf dich freundlich darauf hinweisen, dass deine Tochter Katharina bei mir zur Untermiete wohnt. Entschuldigung, aber ihre Finger steckt trotzdem in meinen Kühlschrank rein, gell? Nein, ja, weil man nur so nötig sein kann. Ja. Ich bin nicht nötig, ich sag bloß die Wahrheit. Ja, du ja. Kriegst doch immerhin noch Kindergeld für mich. Ja. Und damit müsste doch wohl das bisschen Essen ausreichend finanziert sein, oder? Drin, so war es ja auch nicht gemein. Und Katrin, du weißt schon, was mit kleinen Madel passiert, die ihren Teller nicht gescheit aufessen. Freilich. Die bleiben schlank, werden Fotomodell und verdienen wahnsinnig viel Geld. Genau. Möchtest du es auf einmal Fotomodell machen? Geh, Babschi, der Opa und ich, wir haben doch bloß einen Witz gemacht. Ja. Und keiner lacht, gell? Ja, ja. Du musst deinen Vater schon verstehen, der ist emotional momentan wieder vollkommen von der Rolle. Hochgradige Wiesenantipathie verbunden mit Wasserentzugsdelirium. Ihr tut's ja gerade, wie wenn ich total geistesgestört war. Bloß, bloß weil ich nicht auf die Wiesen gehen mag. Ja, du, wann warst denn du eigentlich das letzte Mal draußen? Ich glaube vor 24 Jahren, glaube ich. Aha. Ja, und? Möchtest du das nicht einmal wieder probieren? Nein, auf keinen Fall. Nein. Aufs Oktoberfest gehe ich erst wieder raus, wenn sie mich da heraus vom Greiling mit der Kutsche und mit der Blechmusik abholen. Aha. Ist das dein letztes Wort? Das darfst du glauben. Gut, dann glaube ich es. Unterzeugen. Außerdem verführst du meine Tochter zur Kinderarbeit. Was? Kinderarbeit? Dass ich nicht lach. Du schau mal auf zu deinem ausgewachsenen Kind. Außerdem verdiene ich auf der Wiesn mein eigenes Geld, damit ich dir nicht auf der Tasche liegen muss. Das kann ich bezeugen. Das Mädel ist das reinste Verkaufsgenie. Freilich. Ja. Weil man da auch ein Genie sein muss. Wenn man einen besoffenen Australier, der sich eh nicht mehr wehren kann, ein Herzchen um die Gurgel bindt und ihm dabei noch das Geld aus der Tasche zieht. Das ist wohl mehr Straßenräuberei, wenn nicht was Schlimmeres. Okay, jetzt einmal langsam. Du bewegst dich da auf sehr schmalem Pfade, mein Lieber. Sonst müssen wir wirklich einmal von Straßenräuberei und Nahverkehrstarife reden, gell? Ja, und Babschi, das ist doch eine ehrliche Arbeit wie jede andere auch. Puh, lass gut sein, Katrin Spatzl. Und du, ja. Auch wenn du mein über alles geliebter Opa- und Wiesengeleitschutz bist, sag bitte nicht immer Sportsal zu mir. Wieso denn? Aber auf deine Lebkuchenherzen steht sie so drauf. Außerdem sage ich das ja nur, damit du dich von diesem Quadratswiesen-Mufflon nicht provozieren lassen sollst. Was heißt da provozieren? Ja. Ich sag bloß, was wahr ist. Ja, aus deiner Perspektive.
Und das ist ja bereits stadtbekannt, dass du einen unerklärlichen Hass auf die Wiesen hast. Ja, und womit? Mit Recht. Wie siehst du jeden Tag an meine Haltestein, wie es mit glasigen Augen umeinander wackeln und gerade noch auf alle vier über die Tierschwein krabbeln. Also manchmal glaube ich, dass wir den Niederflur wegen Großbegadeni eingeführt haben. Also Babschi, ich verstehe dich nicht. Die Wiesen, die ist doch gerade 14 Tage zur Gaudi da. Ah, eine schöne Gaudi ist das ja. Alice, Alice, ist Alice. Ja, mein Lieber, das wird mir schicken, nicht, dass ich wirklich spät zum Dienst komme, du. Sag einmal, Katrin, weißt du, wo die Mama ist? Keine Ahnung. Weil mein Wasser noch da ist, die muss mir doch ein frisches Wasser besorgen. Ja, das nutzt dir nichts. Du, Babschi? Ja? Weißt du was? Du leist mir dein Auto und ich hol's dir. Ich dir mein Auto leihen? Ja, du fährst doch eh mit der S-Bahn zum Dienst. Ja, und alt nur war ja wohl, damit ich mal mit deinem geheiligten Auto fahren darf, oder? Ja, du wärst schon alt genug, aber mein Auto leider noch nicht. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Na, wir kommen jetzt dann zu meinem Wasser. Ja, ganz einfach, pass auf. Schau her, da nimmst du jetzt so eine Flasche, ja? Suchst den nächsten Wasserhahn und füllst das quellfrische Würmtal-Leitungswasser hinein. Das wird das Beste im ganzen Oberland sein. Ja, sehr witzig, mein Lieber. Da was denn? Muss mir jetzt schicken, dass ich die S-Bahn um 45 gehen oder wisch. Ja, dann zieht die um. Ja, ich bin ja schon da. Dali! Sag dir bloß, wie du das über 50 Jahre mit diesen Menschen ausgehalten hast. Ja, mei. Seine Kinder kommen sich nicht raussuchen. Die kommen einfach so vorbei, weißt du? Ja. Und wenn du Pech hast, dann bleibst du fürs ganze Leben. No, no, no. Du magst doch Kinder, oder? Sonst darfst du nicht auf Lehrerin studieren. Freilich mag ich es. Also. Aber manchmal verstehe ich einen Babschi einfach nicht. Ja. Sonst ist er doch so ein herzensguter Kerl, aber zur Wiesenzeit. Ja, ja, die wilde Maus. Was soll jetzt das schon wieder heißen? Ja, das sind Wunden aus frühester Jugend, die nur sehr schwer und ganz langsam wieder heilen. Oh. Was soll das jetzt mit der wilden Maus? Oh. Hat das vielleicht was mit der Kinderachterbahn auf der Wiesn zum Tor? Kinderachterbahn, sagst du? Du, das ist ein ganz ein rasantes Fahrgeschäft. Ja, immer nah am Abgrund vorbei. Weil der Babschi nicht schwindelfrei ist. Psst, das darfst du nicht laut sagen. Ja, aber warum ist er denn so fanatisch gegen die Wiesn? Ja, das soll dir dein Vater selber mal erzählen. Alt nur weiß der jetzt wohl, nicht? Du tust aber geheimnisvoll. Ja. Du, was anderes. Bleibst dabei, wir zwei fahren um 16:45 mit meinem Auto zur U-Bahn. Du fährst hin und ich fahr heute nach Zug. Hä? Also zwecks deinem geliebten Wiesnbier. Ach so, ja. Bei Ornamas bleibt er bekanntlich nicht. Sag das ja nicht meinem gestrengen Herrn Sohn, du mein Engel der Nacht. Keine Angst, versprochen. Ja, und außerdem beschütze ich dich ja immer und überall vor allem Bösen. Zum Beispiel vor lüsternen Zugriffen infolge von Wiesenbier, hemmungslos gewollene Japaner. Ach, Opa! Oder leibestolle Italiener. Also, den werde ich schon noch selber her. Oder, beziehungsweise, Frau. Genau. Hu, ha, hei, ja! Sayonara. Die ist halt einfach wohler so. Gut. Wenn's du meinst. Also Opa, dann bis später. Bis später. So, ich mach's jetzt. Nein, oh mein Wasser. Halt! Wieso halt? Krawatte. Herr Brummer, wie oft muss man Ihnen das noch sagen? Zur Oktoberfestzeit herrscht Krawattenpflicht. Ein Grund mehr, warum ich die Wiesen so hasse. Wasser ist zum Waschen da. So, Papili, dann schau her. Schau. Jetzt hat der Bubili seine Krawatte liegen, gell? Ja, das ist der Spinner. Ja, ja. Aber irgendwie verstehe ich ja. Okay. Ja, ich sage nur wilde Maus. Das waren die berühmten zwei Worte zu viel. Was? Und wenn jetzt das der Papst ist, gell? Keine Angst, der hat sein Papa mobil, der braucht keinen Drang. Ja, ja, ich hab jetzt keine Zeit. Ich muss zum Dienst, auch für deine Witze habe ich keine Zeit mehr. Also dann nimm dein Wasser mit, vergiss ja, ja. Nicht. Ja, da schön. Da schon her. Jawohl, servus, ja. Papa, für dich, gell? Oh, jetzt leid schon wieder, servus, für Gott und auf Wiederschauen. Ich geh gleich über die Terrasse, gell? Mach du auf, für dich, servus. Ja, ich komme. Ja, ich bin ja schon da, grüß Gott. Nee, der Sepp! Ah! Ja. Da kannst du jetzt nicht
frisch gedacht, was? Hoppala, grüß Gott, aber wer... Was nach so langen Zeit? Ach, so lang ist das ja noch ja nicht her, 9 oder 10 Jahre. Lass dich mal angucken. Ja. Älter bist du geworden. Finden Sie? Ja, das bringt das Leben so mit sich. Und die Augen, die Haare, irgendwie... Sie sind gar nicht der Sepp. Doch, irgendwie schon. Andererseits wieder nicht. Habe ich mich jetzt nochmal an der Hausnummer geirrt? Ja. Na, aber an der Klingel steht doch Brummer. Ja, da steht sogar Brummer und Brummer. Und ich bin der Brummer. Der Brummer? Brummer der Erste sozusagen. Ah, verstehe. Der Sepp hat da noch einen älteren Bruder. Also dich hat er ja galant verschwiegen, der alte Schwede. So, hat er das. Ja, und Sie sind? Carmen, sag einfach Carmen. Carmen. Mit mich kannst du Pferde stehlen. Das glaube ich aufs Wort. Und der Sepp hat er auch schon mit Ihnen? Der Sepp? Ha! Nicht nur einmal. Gleich 2 Wochen lang. Was? 2 Wochen lang? Da hat er ja gar nichts erzählt, der Sepp. Naja. Ich meine, dass er so viel Pferde gestohlen hat. Vielleicht hat er ja ein bisschen Angst vor seinem strengen älteren Bruder. Ein bisschen Angst, ja. Entschuldigung. Ich meine, das ist ja recht schön, mit Ihnen hier zu plaudern, gell? Aber eigentlich war ich der Vater. Ja, der Vater ist ja da gleich am ersten Abend erzählt, ja, ne? Ja, das ja. Macht doch nichts. Wie heißt denn die Unige gleich wieder? Das, Katrinchen, was? Ach, die Katrin war, die ist jetzt so ullig. Ach. Ja, aber Sie haben mich noch mal missverstanden. Ich war der Vater vom Sepp. Was? Ja. Nee, nicht möglich. Na doch. Das sind noch nicht mehr als ein paar Jahres Unterschied. 19 3/4, um genau zu sein. Danke. Jung gefreut, ja, hat nie gereut, was? Du charmante Schiedsrohr, du. Ja, jetzt darf's mich aber trotzdem interessieren, wo Sie mit dem Sepp in Urlaub waren. Ja, und was Sie in dieser Montur da zu uns her verschlagen hat. Also nochmal, ne, zum Mitdenken. Bitte. Ich bin der Carmen Taranschewski. Wer? Carmen. Also, nicht wie das Carmener Kreuz, obwohl, da bin ich oft drüber gefahren, ne? Carmen, die Spanische, wie die von dem Bizet, ne? Dann Taranschewski fahren. Taranschewski. Ach, jetzt dämmert mir was. Sie sind die Heizöllieferung. Ja. Tja, aber wieso war denn der Sepp mit der in Urlaub? Heizöl? Ja. Nee, das ist nicht unsere Baustelle. Ja. Mein Job hat immer mit dem Verkehr in der Öffentlichkeit zu tun. In der Öffentlichkeit? Sag ich immer. In der Öffentlichkeit? Ja, ja. Also kein Brenndiesel. Brindisi heißt das, wo wir den Sepp im Urlaub getroffen haben. Ne? Also ihr Bayern habt aber auch eine seltsame Aussprache. Ja, nein, ich glaube eher, der Sepp hört ein bisschen schlecht. Brindisi, Italien. Ja, so wird da ein Schuh draus. Ein was? Ein Schuh. Ja. Schön war das da auch, ne? Aber jetzt weiß ich ja nicht, wie der, also, wie Sie heißen tun. Och, bleib mir doch beim Du. Ich war der Josef. Josef, ich bin der Carmen Bützken. Ja, also du, ich mein Sie, ihr zwei seid das Carmen Bützken. Nee. Ich bin der Carmen Taranschewski, dem Jupp seine Frau. Und Bützken ist Küskes, wegen dem Du. Ach, jetzt komm ich mit, komm sofort. So, und ich war der Josef, Büchschen. Ah, Josef. Ja. Ja, aber jetzt, es darf mich halt trotzdem interessieren, was dich zu uns her verschlungen hat. Oh, das ist eine lange Geschichte, ne, Pater? Aber darf ich mir davon noch mal, Nase pudern? Aber selbstverständlich, Herr Schau, da geht's jetzt bald. Vorsicht! Bitte sehr, bitte. Die Firma da. Keine Ursache. Haben wir einen Besuch? Ich bin mir noch nicht sicher. Und wer? Eine Carmen. Eine Freundin von deinem Vater. Vom Babschi? Also, das heißt eine Urlaubsbekanntschaft von deinem Vater. Das hätte ich mir gar nicht zutrauen. Ich schon auch nicht.
schon gleich gar nicht eine solche Granate. Ich meine, so eine große, stattliche Frau, mein. Ja, ja. Ja, aber das hilft jetzt alles nichts. Ja. Ich muss jetzt ins Bad rein, weil sonst kommen wir ja nie rechtzeitig fort. Ja, halt, da kannst du jetzt nicht rein. Da ist die Carmen drin und pudert sich die Nase. Ja. Der Kater lässt das Mausen nicht. Du geil, jetzt bist du aber stark. Gut, dann gibst mir halt Bescheid, wenn's Bord wieder frei ist. Jawohl. Mei, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, bitte sehr, bitte gleich, ich komme. Bitte sehr. Tag, Sepp, so, da wären wir. Sie sind aber nicht der Sepp, das ist auch sein Haus. Ja, eigentlich ist es mein Haus. Und hat er mir aber anders erzählt. Ja, das kann schon sein, aber ich bin der Opa. Also, und der Sepp ist mein Sohn und der kriegt einmal alles, wenn ich nicht mehr bin, als mein einziger Nachkomme, gell? Ja, dann ist ja alles die Butter. Ja. Pardon, ich wollte Sie nicht zu nahe treten. Ich wünsche Ihnen noch ein langes Leben, ne? Das nicht. Außerdem gehen uns Ihre Verwandtschaft und Erbangelegenheiten sowieso nichts an. Ja. Hauptsache, hier wohnen nette Leute, ne? Und man kann alte Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse auffrischen. Ach, Sie sind das? Was? Sie haben auch gemeinsame Erlebnisse. Ja, da will ich meinen. Urlaubserlebnisse von Bella Italia. Ja, mit meinem Sohn. Ja, und mit Lieske. Das ist eine tolle Frau. Ja. Aber hat der Sepp denn gar nichts von uns erzählt? Ja. Ich habe da extra angerufen. Ach, Sie waren das? Ja, wissen Sie, da war die Leitung gestört. Und jetzt hat der Sepp fast nichts verstanden. Ja, wo ist denn der Kerl überhaupt? Der ist jetzt zum Dienst weg. Weil nach dem Telefonat mit Ihnen... Ja, ich gebe dir zu, mein Akku war leer. Diese Handy-Dinger werden auch immer kurzlebiger. Und meine Kabelzita hat sie auch nichts erzählt? Die habe ich da extra reingeschickt, als Vorhut sozusagen. Wo ist sie denn überhaupt? Ach, Sie sind es. Die Kabelzita ist Ihre Frau. Ja, also Ihre Frau Gattin, die ist gerade mal... Ach, sich in Nase pudern, das kann dauern. Was kann dauern, Männer? Oh, du bist ja mein Knüppelchen. Ja, klar bin ich da. Wo soll ich denn sonst sein? Ja, ja. Mit dem Automechaniker durchgebrannt. Ja, also, entschuldigen Sie, aber... Ach, Josef! Wir waren doch schon beim Du. Ja, so, übrigens, ich bin der Jupp aus Gelsenkirchen, praktizierenden Schalkianer. Ja, und ich bin der Josef aus Greiling, katholischer Praktikant. Glückchen brauchen wir keins, aber wollen wir uns nicht setzen? Ja, gerne. Wir schlottern sowieso noch die Knie von der Malesse, die wir erlebt haben. Ach so, ja. Ja, dann vielleicht eine kleine Erfrischung. Oh ja, gerne. So ein Köpi oder zur Not auch so eine Stange Kölsch, das wäre jetzt dofte. Ja, das tut mir leid, da kann ich nicht mit dienen. Stangenbrot haben wir kein Zug. Aber kurz Flascherl Edelhopf hätten wir zum Trinken im Angebot. Nee, jetzt mach dich mal keine Umstände. Ne? Wir sind erst mal mit 2 Glas Wasser voll und ganz zufrieden. Ne? Das Wasser soll ja in Bayern ganz besonders lecker sein. Ja, ja, so sagt man ja. Bitte? Ich meine, so sagt man die Leute. Ja, da steht ja schon eine Kiste. Ja, aber das frischeste Wasser kommt immer noch aus der Leitung. Bleib nur da, Josef. Wir wollen ja keinen zu Lust fallen. Zu Lust fallen? Zu Lust, meinen Sie? Auengläschen von dem Besonderen besser kennt? Ja, wenn es sein muss. Bitte, Kleine. Links. Links oben sind die Gläser, das ist doch klar. Ja, woher weißt denn du das? Ich sag dich doch, das hab ich hausfraulich voll im Griff. Ja. In diesem Overall, da kennt man dich am ehesten für einen Automechaniker halten. Nee, das ist wegen dem Kolbenfresser. Kolbenfresser? Ja, mein guter alter Diesel hat doch kurz vor dem Autobahnende seinen Geist aufgegeben. Ah. Erst denke ich, das ist kein Dingen, ne, wie mal eben kurz schön Öl nachgucken. Kamenzita hält mich die Motorhaube, ich schraub und zisch, spritzt das Zeug nur so raus. Alles über mich. Nein. Mein grün gestreiftes Sommerkleid, schon eine einzige Öllake. Na komm, Josef, Plätzchen. Ja, Plätzchen, da geh ich. Da. Ja. So weit, also dann. Prost. Oh, das ist ein lecker Tröpfchen, ne?
Da spürt man so richtig die Kraft der Opern. Ja, da staunst du, gell? Ja, und wie dann der Meister von Abschleppdienst kam. Du hör mal, da ging das alle drucki-zucki, ne? Ja, ja. Der Wagen war schon hochgezogen. Da komme ich nicht mehr an meine Koffer zum Klamotten wechseln ran. Weißt du, was du bist? Weißt du, was du bist? Du bist dauernd deine Tasche am Vergessen. Jedenfalls hat der Meister noch so ein Ersatzlatz in sein Auto und husch sieht meine Kamezita aus wie so Boxenluder. Luder, ja. Da war ich jetzt nicht drauf gekommen. Naja, jedenfalls sind wir jetzt hier. Ja. Ja, das kaputte Auto steht vor dem Haus draußen. Nee, von der Werkstatt aus sind wir ja gleich mit dem Taxi. Ach so, ja. Ja, und von da hat der Männer den Sepp angerufen und nach die Adresse gefragt. Ja, just in dem Moment, wie mein Akku leer ging. Ja. Und das Gepäck ist schon im Hotel. Nee, das steht draußen, neben der Haustür. Das habe ich mir erlaubt, da zu deponieren. Ja. Hör mal, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber könnte ich vielleicht mal euer Telefon benutzen, weil mein Akku ist ja leer. Ja, das ist nur wegen dem Hotel, so einen kleinen Anruf. Ja, aber selbstverständlich, Toscha. Ja. Wir haben hier draußen auch schon die 089 als Vorwahl. Also nur die Nummer wählen. Ja, die Nummer, ne? Sag mal, welches Hotel ist denn jetzt das Beste? Ja, mei, da haben wir in München für jeden Geschmack was. Vom Fünf-Sterne-Palast bis zur einfachen Familienpension. Ja. Wo habt ihr denn gebucht? Ja, noch gar nicht, ne? Deswegen tue ich ja jetzt anrufen. Also mein Jupp tut immer den besten Putzen auftreiben. Was tut der? Schlafstätten finden. Ist aber jetzt ein Spaß, gell? Was meinst du? Ein Witz. Nee, ich habe bisher immer noch gute Zimmer gekriegt in jeder Stadt, sogar damals in Brindisi. Als wir den Sepp und das Liesel getroffen haben, ne? Der Sepp, der war damals sogar ein bisschen neidisch, weil wir im besseren, naja, preiswerteren Hotel gewohnt haben. Ja, aber unter uns Straßenbahnfahrensmänner, ne? Also unter Kollegen sozusagen, da haben wir uns immer bestens verstanden. Ja. Einer Wagen von der Linie 8, bim! In die Mitte gehen. Was meinst du jetzt damit? Das ist ein altes bayerisches Lied. Also ein Hotel hat der Jupp immer noch aufgetrieben. Aber nicht in München zur Oktoberfestzeit. Na ja, auf 10 Euro hin oder her kommt er jetzt auch nicht mehr an. Wenn du spätestens im Mai reservierst, dann könnte es sein, dass du mit viel Glück ein Bett für 500 oder 1000 Euro kriegen darfst. Ja, eine Woche für zwei. Eine Nacht für einen. In Luxusschuppe Nummer uno. Ja, genau. In einer kleinen Pension. Gleich neben der Autobahn. Jetzt wissen wir aber Verkackeier, ne? Nein, ruf halt selber an beim Fremdenverkehrsamt. Warte, gib dir die Nummer. 233 96 555. Ja, hallo, hier Jupp Taraszewski, Gelsenkirchen, ne? Siehste, die geht sofort ran, da gibt es bestimmt noch was. Ja, nette, sympathische Damenstimme. Ja, hallo, ich bräuchte ein Doppelzimmer. Ja, für wann? Heute, jetzt, sofort. Wegen ihren Oktoberfest. Und? Was hat's geschafft, die nette, freundliche Damenstimme? Ja, erst hat sie kurz gelacht, dann hat sie ein bisschen geschluchzt und am Ende hat sie, glaube ich, geweint. Und dann war die Leitung tot. Also das ist aber auch nicht nett, ne? Herrschaft, was ist denn das da? Sagt sie mal, was stellen die da für einen Haufen Koffer rum? Eine Überraschung! Ja, grüß die Gott Elisabeth. Nee, wie ich mich freuen tu. Wie ich mich freuen tu. Lass dich mal angucken, Mensch. Gut schaust du aus. Bei all dem Haushalt und dem Kind. Okay, das ist doch das Wenigste. So eine Überraschung, Jona. Jetzt setz dich erst mal was hin. Augengläschen von dem wunderbaren Augenquirlwasser kennen. Ja. Ja, komm, gib mich mal den Korb. Warum nicht? Ich tu da dann gleich mal in
den Kühlschrank. Na, das mache ich dann schon selber. Nee, du musst dich erstmal von der Überraschung erholen. Ja, die Taranchewski sind doppelt. Oh, wie ich mich freue, Tom. Die kriegst du auch nicht alle Tage, was, Josef? Na. Ja, weißt, wir haben uns schon kennengelernt. Ja, ich verstehe gar nicht, dass ihr mir nie was erzählt habt von eurer netten Urlaubsbekanntschaft. Ja, der Opa, das haben wir dir sicher erzählt. Ja, ja, und ihr zwei bleibt auf der Durchreise. Lieske, den Schinken tue ich dich gleich mal in eine grüne Box. Ja, aber... Ja, also, Lieske, dann mit der Durchreise. Was? Ja, ist schon in Ordnung. Ja, die zwei seien auf der Hotelsuche bei uns zwischengestrandet. Ein Hotel ersuchen, ja, zur Wiesenzeit. Ja, ihr seid's lustig. Ja, so ein kleines Doppelzimmer haben wir gedacht, das wäre kein Problem. Ja. Ihr in München seid doch das ganze Jahr über auf sowas eingerichtet. München, die Weltstadt mit Herz und Dinges, Fremdenverkehr. Liesken, die Reservebutter im Gefrierfach oder im Butterfach? Was meinst du? Also, ich tue ja die Reservebutter immer eingefrieren, ne? Da tut's ja länger frisch bleiben. Ja, also... Also, Carmen, du hast das Hausfrauliche wirklich voll im Griff. Jo, ne? Ich vielleicht nicht. Ja, du kriegst ja sowieso demnächst den Bundesverdienstorden am Bande. Wegen 25 Jahren Eheüberlebenskampf mit, oder gegen Sepp Brummer. Danke, lieber Schwiegerpapa. Aber gern geschehen, meine geliebte, meine einzige Schwiegertochter. Ja, jetzt müssen wir den Jupp und die Carmen. Ja, den müssen wir unbedingt irgendwo unterbringen. Ja, also das mit den Hotel, war ehrlich gesagt, das war nicht so kalkuliert. Ich meine, Stadtnähe, so wie hier, ne? Das wäre schon schön. Ja, so Weilheim oder Innsbruck. Ja. Sag mal, ist das nicht Österreich? Also, der Jupp, ne, der bekam ganz plötzlich Überstunden frei. Und da sind wir so ganz spontan losgefahren und haben uns gedacht, auf nach München, feiern wir auf dem Oktoberfest mit dem Sepp und der Lieske. Ja, und dem Josef. Ja, komm. Da wird jetzt wieder im Hotel nichts mehr zum Auftreiben. Aber du weißt doch, wie es zugeht bei uns während der Wiesn. Eine, höchstens zwei Obststeigen am Viktualienmarkt waren noch frei. Ansonsten kahle Hose. Also ich tät ja auch neben dem Markt schlafen. Carmen, das war ein Spassel. Ja, da bleibt uns gar nichts anderes über. Jupp, Carmen, wir haben noch ein Gästezimmer. Ihr seid selbstverständlich unsere Gäste. Nee. Na. Ihr holt gleich Bettwäsche aus dem Bügelzimmer. Nee, also da teilt mich der Pippi in die Augen. Das verzeih ich dem Lieschen nie. Ich auch nicht. Du bist ja wie eine Herbergsmutter. Ja, ja, du wärst mal nicht biblisch, ne? Warum denn nicht? Josef und Maria heißen noch heute mal Jupp und Carmen. Und sie fanden einen Platz in der Herberge. Ja, nur dass unser Gästezimmer leider, oder besser gesagt, Gott sei Dank, kein Stall ist. Ja, das Gott sei Dank ist mir da auch lieber als das leider. Ja, aber Carmen, ich mein Maria. Ja, Josef. Schwanger bist jetzt du aber nicht. Nee, das wüsste ich. Hä? Kirchen, also auf Schalke, da fährt ein Kollege mit seiner Straßenbahn, Niederflur versteht sich, ne? Der fährt da so die Straße, Entschuldige, Lieske, ne? Straße lang und plötzlich rechts runter von den Schienen, über eine Treppe in den Park, mitten durch die Kirche und auf der anderen Seite wieder rauf auf die Schienen. Da hält ihn ein Polizist an und fragt ihn, ob er ein technisches Problem hat. Wieso? Ja, weil er plötzlich runter von den Schienen ist. Ja, sagt der Kollege, da stand plötzlich ein Borussia-Fan, also einer von Dortmund, mitten auf den Schienen. Ja, sagt der Polizist, wegen einem Borussia-Fan, da fährt man doch einfach drüber. Ja, sagt der Kollege, das wollte ich ja. Aber dann ist er plötzlich runter von den Schienen, über die Treppe in den Park und mitten durch die Kirche. Ja, der ist gut, ja. Mit der Straßenbahn. Ja. Carmen, du bringst mal, bleib sitzen, Lieske, ich hol den Nachschub. Sag mal, weißt du, wie man bei uns immer einen Sitzplatz in der Straßenbahn kriegt? Jetzt übertreibst du aber schon wieder.
Oder seid ihr bei euch so wenig ausgelastet? Nee, muss einfach beim Einsteigen immer singen. Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Steht auf, wenn ihr... Was denn? Wir dürfen nicht so laut sein. Der Josef schläft doch noch. Nein, nein. Der ist bestimmt schon beim Nordic Walking. Der ist aber richtig fit, dein Papa, ne? War der früher auch mal Straßenbahnfahrer? Nein, der war bei der Friedhofsverwaltung in der Diamantstiftstraße. Boah, ey, das klingt nobel. Friedhof im Damenstift. Ja, wie es ja so ist im Leben nach dem Tod, gell? Ja. Apropos Friedhof, wie waren die letzten Worte von den Fleischermeister? Keine Ahnung. Ja, vielleicht Wurst her oder ich voll um. Falsch. Der sagt, Willi, wirf mich mal das Messer rüber. Verstehst du? Na, letzte Worte. Fleischermeister, Messer, zack, Friedhof. Männer. Ja. Wir dürfen nicht so pietätlos sein. Wir sind hier schließlich zu Gast. Kamezita, unter Freunde. Der Sepp, der hat da Humor, das ist doch ein Bayer. Was soll denn so ein Bayer sein mit Humor zu tun? Hey, ihr Bayern seid doch ein lustiges Völkchen, ne? Guckt ihr da bloß mal eure Politiker an. Den einen da, wie heißt er? Den Sager. Da mit seinem ausgelutschten Luftkissenzug, ne? Oder vor allem den Dinges, den, ja, den früher. Den mit seinem kurzen Hals, ne, wenn das keine Komiker sind. Komm. Ja, das waren wenigstens noch gestandene Politiker, verstehst du? Echte Dinosaurier, die waren das. Aber bei den heutigen 60-jährigen Milchbubis, da vergeht er als Lacher. Ganz egal, ob die rot sind, schwarz, grün, blau oder gelb oder was der Teufel was. Aber sind ja nicht bald Wahlen? Ja, darum vergeht einem ja das Lachen. Also, Sepp, das erschüttert mich jetzt geradezu, ne? Du hast deinen ganzen Humor von damals verloren. Steht das denn so schlimm um Bayern? Nein, natürlich haben wir. Also, ich auch schon Humor, nicht? Wir zahlen heute nicht gleich bei jeder Gelegenheit her. Vor allem nicht zur Oktoberfestzeit. Uiuiui, war das jetzt vielleicht ein Federhandschuh? Nichts mehr mit zu Gast bei Freunden? Um Gottes Willen, nein, wo denkst du hin? Das war lediglich eine Feststellung. Naja, wir sind ja jetzt auch schon eine Woche hier, ne? Ja. Tut mir auch wirklich leid, Lieschen, dass das mit dem Auto sich so hinzieht. Jo, das ist doch ganz selbstverständlich. Ja, fahre, ja. Na, Sepp, wir sind ja nur Kollegen von der fahrenden Zunft, ne? Und ich muss wieder sagen, eure Festwiese, die ist stimmungsmäßig von Feinst. Ja, so wild romantisch. Ja, das ist freilich wild romantisch, gell? Wenn es am Bavaria-Hügel zuvor umeinander flackt, ja. Und hinter jedem Busch einer beim Büschel steht, ja, ja. Also, entschieden und entschlossen. Wir gehen heute Abend alle zusammen so zunftig auf Oktoberfestwiese. Und dann wird gefeiert! Nix, da Leute, bringen wir keine 10 Russen raus. Ach, Sepp, Mensch, stell dich doch mal vor, wie wir beide, ne, in so einem Superlooping durch die Luft wirbeln. Oder hätte da Lieschen da was gegen? Da kann doch jeder zugucken. Ach, ist das nicht so kabbelig wie der Geisterbahn? Ich hab da überhaupt nichts dagegen. Aber weil Sepp, der verweigert ja schon die wilde Maus. Och, nee, Sepp. Du weißt doch was? Wir haben da auf der Frühlingskirmes so eine Achterbahn, die heißt die wilde Hummel. Danach fühle ich mich wie neu geboren. Ja, wie kannst du noch beerdigen? Wer mag nur alles, er weiß was? Nee, danke. Ich platze. Außerdem müssen wir jetzt in die City, ne? Wir wollen doch heute endlich zum Dirndl kaufen gehen, der Männer und ich. Ah, der Jupp im Dirndl. Das wäre jetzt sicher Humor. Hey, nee, wir wollen doch so richtig dazugehören zu eurem Oktoberfest. Das Dirndlchen ist wie mein Schätzchen. Und für mich soll das so eine Trachtlederne sein. Krachlederne meinst du, Jupp, Krachlederne. Du, wenn du eine gute Adresse brauchst... Nee, danke, Bessnitz. Ich hab da von einem Kollegen aus Bottrop, da hab ich so Insider-Informationen und so Tipps, ne? Und ich hab da sogar schon angerufen und die haben offen. Ja, aber heute am Samstag, dort da drehen sie sich ja in der Innenstadt. Nöse, und das wieder köstlich bayerisch. Da, Sisi, das klingt wie einen italienischen Opa. Ja, wo ist das Geschäft? Das ist mitten in der Stadt, da bei dem Rathaus, neben dem Wichtelmarkt. Ja, aber
Komm, lass stecken. Ja, ja. Nein, lass stecken, brauchst du gar nicht nachschauen. Nein, das heißt, für den Fall, dass du dich durchfragen musst, was heißt Fiktualienmarkt, ja? Also, der Lebensmittel, weißt du? Jupp, du auch nicht eine Weißwurst? Nee, danke, ich bin mehr für was Herzhaftes. Für das Herzhafte, da haben wir Bayern einen Schweinsbraten. Da weiß ich was ganz Besonderes, Lieselkind. Mit Potthast vom Schwein. Du nimmst 3 Pfund vom Schwein. Füße, Ohren, Schnauze, Rippen, Schwanz, 1 Pfund Zwiebel, Gewürze, alles in den Pott und ganz sachte Garköcheln. Alles von den Knochen ablösen, in kleinen Streifen schneiden, wieder in den Pott, drüber in die Riebe, den Zwiebeln, damit das Ganze schön zähmig wird. Und dazu gibt es Salz, Kartoffeln und rote Beete. Das ist ein alten Familienrezept von meiner Tante Etta. Mille! Das machen wir für den Sepp und das ist denn was? Ich tu das gleich mal auf der Einkaufsliste setzen. Und du, mein Liebchen, du bist heute mal vom Küchendienst befreit. Na, also, ich weiß nicht. Doch, doch, doch. Ihr lasst es uns schon seit Tagen so gut gehen. Da solltet auch mal was gut haben. Seid mir bitte nicht besser, aber der Hass vom Schwein, das klingt ein bisschen sehr abenteuerlich. Ja. Na ja, aber Sepp, nimm mir das bitte nicht übel, so unter Straßenbahner, ne? Euer Oktoberfestbier, das ist ja wirklich einsame Spitzenklasse, ne? Aber mir persönlich ist ja ein Pumpernickel viel lieber als so eine Kringelbretze. Und diese Dinger da mit der schlaffen Haut, ne? Das ist für mich so eine Mischung aus geplatzten Kaugummi und versalzenen Mausespeck. Neudeutsch Marshmallow. Und den piepsüßen Senf da, den vertrage ich auch nicht. Kriege ich immer Sodbrennen von. Aber hab ich auch. Juppie rein. Schäferkin, ich glaube, wir sollten dringend was aufbrechen, ne? Nicht, dass die uns all die schönen Dirn da vor der Nase wegschnappen tun. Ja, und ein paar Schükes brauche ich auch noch. Oh nee, das kann ja heiter werden. Ich bring euch gleich raus, gell? Ja, also dann. Tschüsschen, Sepp, ne? Und danke für das lecker Frühstück und Bützken. Was? Ach, lass dich was knuddeln, du alte Brummerbär. Will die Frau in Schuh laden? Ich versuche die Prozedur ja immer schon abzukürzen. Sag ich neulich zu die Verkäuferin, Fräulein, bitte bringen Sie gleich das 11. Paar. Die ersten 10 gefallen meine Kamenzita sowieso nicht. Ach ja, das Geschirr sollten wir schon. Oder? Nein, das mache ich dann schon selber. Oder wie sie gesagt, der Geschirrspüler. So was haben wir nämlich. Aber kochen tue ich heute dann, gell? Ja. Wir gehen gleich lecker was einkaufen. Ja, aber der Podcast. Jetzt wir schauen, wer es weiterkommt. Und weil ich da schönen Humor behalte, Sepp, ne? Weißt du? Das Leben ist viel zu kurz zum Trübsalblasen. Jupp, was denn? Oh, nee. Carmen! Weißt du, was du bist? Weißt du, was du bist? Schon wieder meine Handtasche vergessen. Seid's fort? Ja. Dann lüfte, aber richtig. Stoßlüftung! Dieser Herr Krummer, bitte. Was ist das denn, ne? Seid's endlich weg. Der Vater, wo kommst denn du her? Schaust du aus wie ein Schlafwandler? Ich hab im Gartenhäusl hinten geschlafen. Warum? Opa! Machst du noch was Frühstück bei uns dran? Ja? Danke. Was jetzt? Danke ja oder danke nein? Danke nein. Mir schwirrt jetzt noch der Kopf. Diese Ruhrpott-Schnepfen, die hat ja ein Organ. Das durchdringt ja die dicksten Betonmauern. Was ist mit dir? Geht's dir nicht gut? Jetzt fährst du schon die 2. Woche. Ja. Und gönn mir nur am Samstagvormittag ein paar frische Weißwürst. Da sagt doch dieser Schalker Kulturbanause zu den allerfrischesten Weißwürst. Ich mag's gar nicht wiederholen, weil es uns platt ist. Wie gesagt, ich habe ja alles mithören dürfen. Also du hast ausnahmsweise mal mein vollstes Mitgefühl. Ah ja. Was ist los, Vater? Ja, ein bisschen verlegt. Geht's uns nicht gut, oder? Ah, ist gestern ein bisschen spät geworden? Oder war vielleicht gar die 7. Wiesenmarsch schlecht? Du kannst ja mich gar nicht meinen. Und schon gleich gar nicht mit deiner Wiesenpathophobie. Sag mal, wie man in deinem Alter nur jeden Tag aufs Oktoberfest rennen mag. Meinst du vielleicht, du versammst was? Ja, mei, fühl mich halt wohl da draußen. Schließlich habe ich 25 Jahre jeden Urlaub auf der Wiesentrasse als Schankhainer gearbeitet. Ja, und das ohne, dass du jemals wegen betrügerischen Einschränken verurteilt worden bist, gell? Aha. Gratuliere! Das sag einmal, von was meinst denn du, dass das Heisel da so schnell abgezahlt hat?
Und zwar mit ehrlichem Geld. Oh ja, ja. Wenn die Mama und ich nicht jahrelang auf der Wiesn gearbeitet hätten, dann säßen wir heute noch in unserer Mietswohnung in Unterkirsing, ja. Genau. Ja, sag mal, warum hast du heute überhaupt im Gartenhäusl draußen geschlafen? Und nicht in der kuscheligen Bettstadt deines oberen Stockwerkes in dem bereits abbezahlten Rheineckhaus? Weil es besetzt ist, meine kuschelige Bettstadt. Wieso ist die besetzt? Na, wieso? Die Carmen und der Jupp, die schlafen doch bei uns im Gästezimmer. Nun mal, vielleicht habe ich eigene Gäste. Oder die Katrin hat jemand eingeladen. Oha, jetzt geht's aber los. Was, die Katrin hat einen Elisabeth? Meine Tochter ist volljährig, selbstständig und weiß genau, was sie will. Ja, wobei sich's dann natürlich fragt, ob sie bei diesen vielen positiven Charaktereigenschaften überhaupt seine Tochter ist. Möchtest du mir vielleicht unterstellen? Also, jetzt muss er selbst schon mal in Schutz nehmen. Ich unterstelle dir gar nichts. Ich weiß auch genau, was du hinaus willst. Der Sepp ist ein wunderbarer Mann. Bloß zur Wiesenzeit, da kannst du der Schlung. Jetzt, siehst du das? Mein Gott, andere tragen Fasching durch, der Sepp eben zur Wiesenzeit. Jetzt schwänz nicht ab. Was hast du gerade von einer vollbesetzten Bettstadt schwadroniert? Kommt es sein, dass meine Tochter von der Wiesen ein wildfremdes Mannsbild mit heimbringt? Ha? Nicht nur einen, zwei. Zwei? Gleichzeitig? Na, sie sind hintereinander die Treppen auf. Das hast du mitgekriegt? Hab ich mitgekriegt, ja. Könnte es sein, dass unser, dein ehemals ehrenwertes Haus schon langsam zum Stundenhotel verkommt, ja? Also, jetzt dramatisierst du aber schon. Da soll man nicht dramatisch werden. Meine Tochter liegt da oben mit zwei Lieb, ich mein fremden Männern im Bett. Also, Logik war noch nie deine Stärke. So, jetzt, was brauch ich im Bett der Logik? Ach, Mannsbrüder. Pass einmal auf. Ja? Wenn die drei wirklich in einem Bett schlafen würden, dann brauch ich doch hin in den Gartenhäusl übernachten, oder? Ja, die wollten allein sein. Ja, sturmfreier Dachstuhl und so, ne? Ja. Du hast diese obszönen Geräusche nicht mehr ausgehalten und bist raus ausgewandert. Du, wenn ich irgendwelche Geräusche nicht mehr aushalten kann, dann müsste ich schon wegen deiner Schnarcherei nach Australien auswandern. Ja, jetzt denk doch einmal scharf nach. Die Katrin hat da oben ihr eigenes Zimmer. Meine Einliegerwohnung ist separat, also schlaft einer in meinem Bett und der andere auf der Gästecouch, nicht? Nix da, ihr wollt da bloß irgendwas schönreden. Was heißt jetzt da schönreden, wenn gar nichts passiert ist, oder? Dein Vater hat zwei Gästen für eine Nacht in seiner Wohnung eine Schlafstelle angeboten, oder? Ja, nein, halt, so ganz stimmt das nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die da bleibt. So was heißt man quasi praktizierte Nächstenliebe. Aha. Du verwechselst die zwei da drum aber nicht mit unserer rheinischen Heuschreckenplage da hinten, oder? Bei denen wissen wir nämlich auch nicht, wie lange das da bleiben. Du sagst doch selber immer, wenn ein Trambahnfahrer dem anderen helfen kann, dann passt kein Blatt Papier mehr zwischen die Schienen oder so. Ja, aber das gilt doch nur fürs eigene Haus. Nein, entschuldige die dezente Korrektur, aber noch ist es mein Haus. Oh, Entschuldigung, bitte sehr. Liesl, jetzt darf ich doch einen Kaffee verdrungen, Jani. Ja. Nein. Ich komm da nicht drüber weg. Warum? Vater, du beherbergst die Freund von meiner Tochter in deinem Haus. Also, dein Vater kann doch wirklich einladen, wie er will. In seinem Alter hat er genügend Menschenverstand. Was heißt da Menschenverstand und Lebenserfahrung? Der hat da sein ganzes Leben lang in seinem Krematorium nur mit Toten zum Tor gehabt. Ja, weißt du gar nicht, was im wirklichen Leben so alles passiert? Ja. Aber der Herr Trambahnfahrer Sepp Brummer weiß das alles ganz genau, wie es zugeht im wirklich richtigen Leben. Ja, selbstverständlich. Weil so eine Trambahn ist der Kosmos im Kleinen. Was sind denn das überhaupt für zwei? Alte, junge, dicke, dünne, Kiwi oder Känguru? Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich weiß bloß, der eine heißt Johnny und der andere Simmerl. Simmerl? Mhm. Naja. Das lässt auf eine bayerische Herkunft schließen. Ja, schon, aber. Ein Musiker! Grüß Gott!
Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Das ist aber mal eine angenehme morgendliche Überraschung. Ja, und laut ist vor allen Dingen. Macht da nichts draus, ihr leidet unter Föhn. Ja, hätten Sie gerne eine Tasse Kaffee? Und, wie habt's geschlafen? Ein Bett im Kornfeld. So kommen Sie auch durchs Leben, spielen und singen, gell? So, bitteschön. War nicht zu überhören. Nein. Ja. Nein. Ein Schwarzer. Ja. Immer noch gescheiter wie ein Roter, oder? Ja, du brauchst wenigstens keine Angst, um dass er Preis ist. Excuse me. Do you come from Africa? Sorry. I have a little Glanzproblem. My English is not very perfect. Only for suburban destinations. Do you speak German? A little bit. Mein Englisch ist auch nicht so gut. Der kommt bayerisch schon ganz gut. Ja, aber Sie. Sorry für den Schreck nochmal, ich mach dich schon. Nein, das braucht doch nicht, ich hab doch nur geschmissen. Einen überraschenden Besuch war jetzt mir überhaupt nicht vorbereitet. Mama ist schon okay. Der Johnny und der Simmerl, die sind keine exotischen Südsee-Insulaner, sondern die sind zwei Freunde, die der Opa aus der Patsche geholfen hat. So ist es. Aha, also doch, gell? Was, Babschi? Ja, Freund. Mein Gott, dass ihr nur immer an das eine Ding erkennt. Ja, mei, Gelegenheit macht Liebe. Oder war's Triebe? Opa, da gibt's auch noch Hebe. Oh. Also, Entschuldigung nochmal fürs unfreiwillige Erschrecken. Wir machen ja weiter keine Umstände. Meine Mama holt uns bald ab. Ich hab's schon angerufen. In Afrika? Alisa! So was fragt man doch nicht. Sorry. Ja, also Johnny, das ist alles überhaupt kein Problem, gell? Danke. So in einer Stunde müssen wir bei Mama da sein. Ui, dann muss ich mich ja noch frisch machen. Liesl, danke schön für den Kaffee. Man sieht sich. Ich brech die Herzen der stolzeste. Also, wir drei, wir gehen jetzt noch schnell zur Metzgerin Angermeier und holen uns ein paar Weißwürste. Da braucht's ja gar nicht losgehen. Wieso? Der hat doch heute offen am Samstag. Wir haben noch genügend Weißwürste im Topf. Sind sogar noch heiß. Hab ich jetzt den Geburtstag vergessen? Oder euren Hochzeitstag? Nein, aber wir haben doch heute schon mit den Taranchevskis gefrühstückt. Das war ja auch nicht zu überhören. Und da sind dann aufgrund gewisser Umstände einige überblieben. Na prima! Burschenkonzert! Die Weißwürste sind schon fertig. Super, danke. Fantastico! Heute geht's ja richtig international bei uns zu. Ja, ja. So, jetzt lasst es euch schmecken, gell? Danke, Mutsch. Das ist was, gell? Es gibt halt doch noch Menschen, gell? Die eine Weißwurst zu schätzen wissen. Oh. Gell, Babschi? Das hättest du jetzt wieder nicht gedacht. Nein. Also, ich muss euch das erklären. Du musst uns gar nichts erklären, wir auch nicht. Du bist alt genug, du musst wissen, was du tust. Hört, hört. Welch weises Wort von deinem Vater. Nicht schon wieder. Also, der Johnny und der Simmerl, die haben da ein mehr oder weniger klein großes Problem. Herr Simmerl, nehmen Sie einfach nur Weißwurst, gell? Ja, ja. Oh, ich nehme mir ausnahmsweise auch noch eine. Die Angermeier-Weißwürste sind halt einfach die besten. Ja, stimmt. Danke. So, Katerl, ich leg dir noch Hand die Hand auf, gell? Frische. Mutsch, ich weiß, wo die Handtücher sind. Und ich kann sie mir auch selber holen. Ich hab ja auch bloß gemein. Und Mutsch, sag bitte nicht Katerl zu mir. Du weißt doch, dass ich das nicht mag. Und du sag nicht immer Mutsch zu mir. Ich bin schließlich kein Katz. Ja, Mama. Also. Wo waren wir jetzt stehen? Bei den Weißwürsten.
Zum Wohlsein, meine Herrschaften, gell? Ansonsten, mach, was du willst. Ich rede dir nichts rein. Du musst wissen, was du tust, gell? Ihr müsst schon entschuldigen, aber während der Wiesenzeit, da ist mein Papa nicht so recht zurechnungsfähig. Geht das so oft aus? Na ja, wenn sie ihm Spaß macht. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Na, mein Papa ist der größte Wiesenmuffel, den es gibt. Der Wahnsinn. Na, und du? Du bist die beste Erzelverkäuferin, die es auf der Wiesn überhaupt gibt. Ja. Genau. Ich verdiene mir mein Studium auf der Wiesn. Genauso wie du. Ah, ja, genau. Was studieren Sie eigentlich? Mutsch. Mama, das nennt man Leid aus. Sie wollten nur wissen, woher seid ihr kennt's? Babschi, Mama, ein für alle Mal. Erstens, der Johnny und der Simmel, die studieren Holzbauingenieur auf der Fachhochschule in Rosenheim. Ah! Da haben sie wahrscheinlich auch sogar Bayerisch gelernt, gell? Zweitens, der Johnny und der Simmel, die spielen bei uns im Zelt in der Kapelle. Und drittens, am Simmel haben sie gestern das Auto geklaut. Ah, wahrscheinlich ein paar besoffene Ausländer auf der Wiesn, gell? Nein, nein, es waren zwei so verkokste Millionärbubis aus Grünwald, die das Ganze als Mutprobe gemacht haben. Und die haben dann 500 Meter weiter das Auto in der Unterführung voll gegen die Wand gefahren. Ja. Ah, verstehe. Autoscooter für ganz blöde, gell, ja? Immer an der Wand lang, bumm. Ja, und ohne Auto sind die zwei dann natürlich nicht mehr heimgekommen. Und deshalb hat einer dann der Opa das Übernachten angeboten. Aha. So, das war jetzt so die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte. Und viertens, der Johnny, der Simmel und ich, wir sind nur gute Freunde. Und? Gute Freunde kann niemand tun. Gute Freunde sind nie allein. Oder so. Was ist? Ist die Mama schon da? Na. Aber das wird jetzt. Ah, Moment. Ich bin hier in der Familie International nicht. Moment einmal, wie heißt du überhaupt? Asamoa. Asamoa? Oh, Mrs. Asamoa, herzlich willkommen in my little. My home is Newcastle. Moment. Grüß Gott beieinander. Ja, grüß Gott. Was ist noch? Ich möchte nur meinen Buben einen Simmerl abholen. Hey, Johnny, du hast doch gesagt, deine Mama holt euch ab. Ja, ja, das ist meine Mama. Was? Wieso? Moment, du bist doch der Johnny und das ist der Simmerl, oder? Nein, du bist vielleicht ein Schnellspannerbub. Grüß euch, Gott, Frau Asamoa. Der Simmerl hat schon viel von Ihnen erzählt. Aha, und wer sind Sie? Brummer, oder ganz einfach Josef. Sehr erfreut. Ich sag einfach nochmal Grüß Gott beieinander. Gut. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie mein Buben. Ja, der Simmerl ist mein Bub. Dass Sie ihn und Johnny gestern so nett aus der Not geholfen haben. Ja, aber bitte, keine Ursache. Ne? Ja, also, meine Herrschaften, mir pressiert's. Raus auf die Wiesn. Ja, da sind Sie eingeladen. Na, ich hab eingeladen. Das ist mehr oder weniger ein Geschäftstermin. Ah, wir backen nur schon unsere Sachen. Jetzt, Kim. Ach, und vielen Dank nochmal für das nette Frühstück. Ist der fürs laut sagen, der kann einem ganz leicht um den Finger rum. Ja. Darf ich Ihnen was anbieten? Einen Saft, einen Kaffee? Bitte. Na danke, wir pressieren es wirklich auf die Wiesn. Wissen Sie, ich habe in Brien ein Trachtengeschäft. Hey. Ja, mit eigener Herstellung und da muss man seine Geschäftspartner schon ein bisschen was bieten. Ja, aber die Leute auf der Wiesn heute, die haben doch gar keine echte Tracht mehr an. Ja, sehen Sie, und genau das möchte ich ja ändern. Ich meine, das ist zwar nicht einfach, aber ich probier's halt. Na, da siehst du, dass die Frau Asamoa möchte ungläubige Plastikdirndlträgerinnen zu besseren bekehren. Oh mei, ob die noch zum Bekehren sind. Die sind doch alle unbelehrbar, die meisten da draußen. Ich möchte doch auch gar niemanden belehren. Aber ich denke, wir sollten einfach ein bisschen mehr zu unserer Tracht und unserer Tradition stehen. Ne? Ja. Jesus! Wissen Sie was? Ja, mir hat ja ein Geschäftspartner abgesagt. Ja. Ich habe ein paar Plätze in meiner Box frei. Was? Kommen Sie doch einfach mit raus auf die Wiesn und sind Sie meine Gäste. Ha? Da kann ich mich gleich für die Gastfreundschaft revanchieren. Ja, da komme ich doch gern, oder? Ja, ich bin eh schon da, aber ich muss leider arbeiten. Und jetzt muss ich mich leider auch schon umziehen. Ja, und Sie zwar? Oder waren Sie heuer schon öfter draus auf der Wiesn? Ja, ich würde schon ganz gerne mal wieder gehen, aber mein Mut. Na, danke schön. Ich verstehe Sie. Sie haben schon eine Verabredung.
Ja, aber macht doch nichts. Nächste Woche bin ich noch zwei oder dreimal draußen. Nur da hörst du, dass du etwas mit. Nein. Oh, nicht nächste Woche. Hab ich, glaube ich, die ganze Woche Dienst, jeden Tag, glaube ich. Ich schau gleich mal nach in meinem Dienstplan. Ich glaube, ich hab keine Zeit. Das wäre aber jetzt schade, oder? Ja, so ist er halt. Ja, der Sepp, der meidet die Wiesen wie der Teufel das Weihwasser. Ja, um Gottes Willen, warum denn? Ja, sagen wir mal, traumatische Jugenderlebnisse. Oh, das hört sich ja ganz interessant an. Darf ich mich sitzen? Aber selbstverständlich, entschuldigen Sie. Das müssen Sie mir noch genauer erklären. Ja, das geht nicht. Väterliche Schweigepflicht, Sie verstehen? Oh ja, als Mutter kann ich das sehr gut verstehen. Okay, ja. Wo sind Sie denn überhaupt, die zwei? Ach so, Jesus, ja. Die sollte man jetzt langsam suchen gehen. Nicht, dass sie sich drum im ersten Stock verlaufen, gell? Ja. Und dann möchte ich Ihnen unbedingt noch von meinem Balkon aus das malerische Würmtal zeigen. Ich glaub, Sie haben's faustdick hinter die Ohren. Ich hör nix. Ach, Sie verstehen das. Das müssen Sie mir schon genauer erklären. Ich hab das Stock geschafft, aber leider hab ich mal Zeit. Ist es erlaubt? Irgendwie geht euer Haustürklingel nicht, ne? Oder habt ihr die abgestellt für uns zu loswerden? Was ist mit dir los? Wie schaust denn du aus? Ja, da staunst du. Das ist meine echt bayerische, rinderne Trachtlederne. Ja. Trachtlederne meinst du nicht? Trachtlederne. Jupp, aber noch einmal, verstehst du, wenn die echt sein soll? Man Trachtler ist echt. Da müsste die vom Hirsch oder vom Reh sein. Hirsch, Rind, Huhn. Bei den Fachchinesisch soll sich einer auskennen. Aber hier, guck mal. Da ist Musik in der Hose. Echte Heim- und Handarbeit. Und ein wahres Schnäppchen. Glaube ich, ja, Schnäppchen. Made in Taiwan, gell, ja. Ja, das hat der Verkäufer auch noch gesagt. Das Tiroler Taiwan-Tal, das wäre ganz idyllisch und dahinter beim Brenner gelegen. Aber das musst du doch kennen. Ja. Jupp, ich möchte nicht sagen, aber mit dem hinter Taiwan-Tal, da haben sie sauber beschissen. Also irgendwie ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ja, wir haben's denn die und so. Und wo ist der Carmen? Ach du dickes Ei, die steht ja immer noch draußen vor der Haustür. Was? Mit ihren niegelnagelneuen Dirndl. Da wirst du aber Augen machen, Lieschen. Das ist nur wirklich Spitzenklasse. Ja, das fürchte ich auch, ja. Also, ich weiß nicht, Sepp, ich will ja nicht streiten, aber irgendwie siehst du immer das Negative. Ja, ich bin nicht negativ. Ich sag bloß das, was wahr ist. Was wahr ist? Also, irgendwie verstehe ich dich manchmal nicht. Ich sag bloß immer die Wahrheit. Jetzt komm rein, Carmen. Ja, jetzt sag ich am besten gar nichts mehr. Na Leute, wie gefall ich euch? Ja, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig wär's schon. Was? Wieso das denn? Das ist ein echter Trachtendirndl. Ja, freilich, von einem farbenblinden Schneider im hinteren Taiwan-Tal zusammengeschustert, ja. Und wenn ihr wissen möchtet, warum ich gegen die Wiesen bin, braucht ihr bloß die zwei anschauen. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und die Rauschgoldengel führen zum Faschingsball. Moment mal, das ist eine echte Tracht. Das ist keine echte Tracht. Ah ja, das wollen ausgerechnet Sie wissen. Ne? Sie sehen ja auch aus wie ein echter Bayer. Ja, freilich. Und ich schaue nicht nur so aus, ich bin auch einer. Weil ich bin da in Bayern daheim, da kenne ich mich aus. Also die Schwarzen in Bayern werden auch immer seltsamer. Zwei eingeladen hab, hätte ich ja nicht im Traum dran gedacht, dass die fast zwei Wochen da bleiben. Ja, meine, solche Naturkatastrophen, die kann man nicht voraussehen. Die sind von Gott gegeben, nicht? Ja, Freunde findet man, Feinde macht man sich. Und der Herrgott, er schuf den Besuch. Schafft's halt, wo hat denn den Honig wieder hingeraubt? Oh mein, wird das wieder schön ruhig werden. Und ich kann in meiner Küche endlich wieder machen, was ich will. Hoffentlich findet alles, nachdem was die Carmen alles umorganisiert hat. Der muss ja um ein Übergabeprotokoll bitten. Sonst hört er überhaupt nicht mehr auf zu reden. Gestern hat die eine Stunde lang geredet und geredet und geredet, ohne dass einmal Luft geholt hätte. Über was?
Das hat sie jetzt nicht gesagt. Immer wieder so ein Kurz und die Erinnerung. Dibi, dibi, dip, dip, dip. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was ist denn mit euch? Ihr sitzt ja da, als wenn der Opa gestorben war. Aber ich lebe. Ich hab schon immer gewusst, dass du als ehemaliger Borntelgramer einen besonderen Humor hast. Ich glaub, du verwechselst da was. Ich war auf Erden bei der Friedhofsverwaltung angestellt. Und nicht schon ein Stück her. Haben wir irgendwo einen Prosecco? Im Keller? Im Kühlschrank leider nicht. Oh, schade, im Keller. Dann ist er zu warm. Sag mal, zu was brauchst du am Vormittag einen Prosecco? Ja, zum Frühstück. Das weckt die Geister und verschönert den Tag. Aha. Du musst aber zufällig nichts schön saufen oder deinen ledierten Kreislauf ein bisschen auf Vordermann bringen, ne? Du, mein Kreislauf, der funktioniert noch wie bei einem 40-Jährigen. Hat sogar die Christine gesagt. Und wer ist die Christine? Ja, den Zimmerl, seine Mutter. Du, die ist schon seit 8 Jahren Witwe. Und sie hat gesagt, sie hat schon seit Jahren keinen so agilen und charmanten Mann kennengelernt wie mich, hat's gesagt. Agil, hat's gesagt? Ja, hat sie gesagt, die Christine. Die gefällt dir wohl? Ja, ich hier schon auch. Sonst war ich nicht schon dreimal mit ihr auf der Wiese gewesen. Ja, die wäre keinen anderen gefunden haben. Das hörst aber auch. Du kannst ja mich gar nicht meinen. Weil die Christine hätte genügend Geschäftspartner und andere Interessenten. Aber so richtig entspannen kann sie nur mit mir, hat sie gesagt. Ihr seid ja schon fertig mit dem Frühstücken, nein, gell? Warst du nicht auch schon bei ihr am Kinze? Auch 3-mal. Aha, und warum? Ja, weil ich einen Trachtenanzug gebraucht habe. Da muss man bis zum Kinze rausfahren. Freilich, weil das ist ein Maßanzug, da wirst du schauen. Schau her, der Opa tragt einen Maßanzug, Respekt. Sag's bitte nicht Opa zu mir, wenn die Christine dabei ist, gell? Habt ihr für heute was ausgemacht? Ja, heute ist doch der letzte Wiesentag. Ja, Gott sei Dank. Ja, und du wirst dich heute auch noch umschauen, mein Sohn. Immer wieder sonntags. Ich werde mich heute noch umschauen. Was meint der damit? Carmen und Jupp würden nicht sagen, je Aller, je Dollar. Tachau. Oh. Guten Morgen. Morgen. Ich brauche erst mal einen Kaffee. Hey, Carmen, wo kommst du jetzt her? Naja, du, ich habe im Garten in der Hütte gepennt. Warum? Ja, ja. Ich glaube, ich muss an meinem Keller nach dem Brenndieselheizöl schauen. Bitte schau mir nicht an. Zucker, Milch, wie immer, schwarz. Jetzt einmal raus mit der Sprache. Was ist denn gestern passiert? Also, ne, wir sitzen im Zelt. Und mich so schräg gegenüber so eine aufgetagelte Tussi aus was weiß ich woher, ne? So ein Balkon. Oder wie ihr sagen, tut Holz vor der Hütte. Alles künstlich, versteht sich, ne? Aber mein Jupp, solche Stielaugen. Ich kenne ja meinen Männer inzwischen nach der dritten Maß, ne? Also sag ich, hör mal, Liebchen, nur gucken. Nicht anfassen. Du, da schlappert die Kuh doch schon mit ihrer Zunge an seinem Ohrläppchen rum und drückt an der Nase so nach unten. Also Leid gibt's. Ja, du, der hab ich vielleicht den Masch geblasen, ne? Sag ich, hör mal, Liebchen, wenn du glaubst, dass ich meinen Mann so was durchgehen lasse und überhaupt, du, da sagt doch der Jupp zu mich, ich sollte doch nicht so eng sehen. Das wäre eine Art Völkerverständigung. Anna. Ja, du darfst mir ja auch erstmal raus frische Luft schnappen, ne? Du, und wie ich dann im Zelt zurückkommen tu, da tanzt diese toupierte Schlampe auf dem Tisch, obenrum völlig nackig, und singt Alice, Alice, Tante Ruth ist Alice. Und den Jupp hängende um die Ohren. Ja, und seitdem habe ich kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Was hat denn der Josef gesagt? Ach, der ist doch gleich mit der Christine abgezwitschert. Den habe ich ja nicht gesehen. Verstehe. Bloß das Katrinchen, das hat immer brav ihre Herzges verkauft. Tag auch. Ja, ich glaube, ich muss nur was... wegräumen. Ich hab wohl verschlafen, ne? Nicht nur das, mein Lieber. Was denn noch?
wäre wohl das richtige Wort. Ja, ja, wenn ich will, dann hab schon. Ja, also meine Damen folgendermaßen. Hey Jupp, was ist los? Du schaust ja gar nicht gut aus halt. Was macht ihr in Bayern gegen einen Kater? Den Jungen vom Hof. Nee, ich meine diesen Untier in Schädel. Untier, Schädel? Ach so, du meinst Kopf. Na, Kopf kommt bei uns hierzulande ausschließlich vom Föhn. Ja, das ist wohl heute ziemlich viel Föhn. Oh, ne? ziemlich. Ja. Und was empfiehlst du mir? Reinigung des Körpers. Nee, Duschen kommt später. Jetzt muss ich mir erst mal selber finden. Ja, geh in dich, vielleicht hast du Glück. Hä? Dass du dich selbst findest. Ja, sehr witzig, ne? Prost auf die Selbstfindung. Ja, Prost. Sag mal, Sepp, du trinkst auch wirklich nur Wasser. Also damals, ich bring die sie. Ja, nur während der Wiesenzeit, weißt du, das ist so eine Art Gelübde von mir, ja. Ist das was Biblisches? Naja, ich trinke während der Wiesenzeit keinen Alkohol. Das ist ja so schlimm wie ein Eunuch in Harem. Der weiß, wie es geht und kann nicht. Und warum? Ja, weißt du, ich habe mit der Wiesen und ja, mit dem Bier so meine schlechten Erfahrungen gemacht, ja. Apropos schlechte Erfahrungen, hast du nicht vielleicht so eine Brausetablette für mich? Selbstverständlich. Das letzte Mal, wie es mich so mies ging, da ist Schalke gerade Meister der Herzen geworden. Kannst du das nachvollziehen? Selbstverständlich. Ich bin doch auch ein Blauer. 1860 München, verstehst? Oh, da haben sich ja zwei Masochisten gefunden. Wie meinst du das wieder? Ja, als Fan von 1860 und von Schalke, da musst du leidensfähig sein. Wenn Schalke ganz allein in der Bundesliga wäre, dann wären sie am Ende immer noch verdient im Zweiten. Ich schon, aber... Dafür seid ihr die Meister der Herzen, aber wir 60er Fans, verstehst? Wir sind ja die Meister der Schmerzen schon seit Jahren. Sepp, bitte, mit Schmerzen musst du nicht scherzen. Ah ja, wem sagst du das? Sag mal. Ja, sag mal, und wie ist denn das jetzt gewesen? Also, ich meine, ich fühle mich jetzt immer noch so, Sag mal, an was kannst du dich eigentlich noch erinnern, gestern Abend? Also, Bruchstücke, so kleine. Sag mal, Carmen, hab ich gestern vielleicht... Du hast... Was denn? Das Fass zum Überlaufen gebracht! Oh, den Tod kenne ich, den kenne ich. Jupp, sag mal, das ist, weißt du, die Carmen, die muss wahrscheinlich auch den gestrigen Abend erst ein bisschen verarbeiten, verstehst du? Mein Gott, da red ich mit so einer kleinen Schnucklige neben mir in Dirndl, ne? Und denke, die kommt direkt aus den Alpen, dabei kommt die Australien. Und wie sie dann so später, ne, auf eine Bank steigt und um sich ein bisschen Luft zu verschaffen, ne, da flippt die Carmen aus. Dabei habe ich sie selber gesehen. Wie so eine wilde Hummel mit zwei Latino-Lovers kreischend so eine Holzrutsche runtergebrettert ist. Aber frag nicht wie, den Rock bis unter die Kinnspitze und die Beinkiss-Katzen gerade in den Himmel. Halleluja. Auf der Tokogan was. Ja, das klingt mir nach einem gescheiten Wiesen, Ramasuri. Was? Togorama? Ramasuri, das ist, wenn bei uns alles durcheinander begeht. Das ist das absolute Chaos, ist ja, das. Ja, absolute Chaos. Und das ist noch charmant untertrieben, ne? Guten Morgen! Guten Morgen. Darfst deinen Mund schon wieder zumachen. Es ist nicht so, wie du schon wieder meinst. Ah, Jupp, das ist gut, dass du auch da bist. Aufstehen! Sag mal, Christine, entschuldige, ich hab dich gestern Abend nicht auch noch irgendwie beleidigt. Wieso? Gestern Abend auf der Wiese mit seiner Carmen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, glaube ich. Ach so, da haben wir gar nichts mitgekriegt, gell, Josef? Wir haben gar nichts mitgekriegt. Aufstehen! Ja, aufstehen, wieso das dann? Ich brauch deine Maße. Meine Maße, alle? Ja, also wie du dich erinnerst, habe ich ganz am Anfang des gestrigen Abends... Ja, also in grauester Vorzeit. Ja, da habe ich dir und der Carmen eine komplette Trachtenausstattung zum Wiesenende versprochen. Ja, und weil ich draußen gerade mein Lieferwagen stehen hab mit der ganzen Modellkollektion, da brauch ich jetzt deine genauen Maße. Ja, ja, aber jetzt wirst du mich hier vermessen, wenn die Karte kommt und das Gott, sieht. Keine Angst, die kommt ja schon nicht zu nah. Außerdem haben wir doch hier zwei große Anstandswauwaus. Wuff! Ja. Ja, also, lieber Karte.
kann das ja sowieso nicht werden, ne? Wenn ich nur wüsste, was da gestern passiert ist, in dem Zelt und mit der Karmel alles. Also ich kann dir versichern, Jupp, es ist gar nichts passiert. Wie denn auch? In einem vollbesetzten Wiesenzelt, ne? Ja, eigentlich schade. So, jetzt weiß ich, was ich wissen will. Wo ist denn die Carmen wegen der Masse? Hinten aus im Gästezimmer. Carmen? Ja? Ich darf doch. Ja, sag mal, dann weiß ich aber gar nicht, warum die Carmen sich so aufregt, wenn da gar nichts passiert ist. Luft, das liegt an den vielen Promillen, verstehst du? Ja, während der Wiesenzeit, da sind die meisten Leute zu 150% unzurechnungsfähig. Vor allen Dingen die Frauen. Ja, das klingt ja ganz so, als wenn du auch mal so ordentlich dein Fett weggekriegt hättest, ne? Das hätte ich den Liesken aber gar nicht zugetraut. Ja, das hat mit der Liesel überhaupt nichts zu tun. Du holst die raus, gell? Ja. Also, weißt du, der Sepp und die Frauen auf dem Oktoberfest, das ist ein ganz besonderes Kapitel. Du sagst das kein Wort mehr, gell? Ja, das klingt aber ganz spannend. Erzähl mal. Kein Wort mehr, habe ich gesagt. Noch ein Wort und er explodiert. Wie die Maus. Mei! Du gescheiter Kerl, du weißt genau, dass wir schlecht werden. So ein gemeiner Mensch. Was hat er denn? Sag mal, Josef, was hat er denn? Liebeskummer. Ist was mit Liesken? Na, die Geschichte ist schon 30 Jahre her. Was? Und das wirkt immer noch nach? Ja, das glaubst. Da ist er her. Prost. Ja, Prost, ne? Also, apropos Prost. Sag mal, du kennst aber auch wirklich jeden Zapfhahn auf dem Oktoberfest. Wie kommt das eigentlich, dass du seit Jahren, also Jahrzehnte, schon als Schankkellner auf dem Oktoberfest arbeitest? Und dann im Urlaub? Ja, weil's zünftig war. Diese 14 Tage volles Wiesenleben, die hab ich einfach braucht. Ich meine, wenn man das ganze Jahr nur Akten wälzt wegen Grabrechtsangelegenheiten und so weiter. Ja, also wenn das nicht so beknackt wäre, dann würde ich sagen, lieber Bierleiche wie Papierleiche. Glauben wirklich, dass ich das tragen kann? Na, ganz sicher. Hallo, Carmen. Sag mal, was war denn da eben mit dem Sepp los? Ja, ich weiß auch nicht. Der ist hier so mitten im Wohnzimmer explodiert. Was? Wieso das denn? Was war denn jetzt da gerade mit dem Sepp los? Ja, also der Josef, der hat nur wilde Maus gesagt. Da hat der Sepp auf einmal Augen gekriegt, wie so ein wilden Stier, mit der Hufe geschart. Und dann ist er abgezischt wie so ein Blindgänger an Silvester. Nee, also das glaube ich nicht. Ne? Der Sepp ist ein ganz lieber Kerl. Der hat nur Wasser getrunken. Und du? Der Josef aber auch. Der Josef ist Bayer. Der verträgt das auch. Ne? Aber du, was du da gestern im volltrunkenen Zustand in dem Zelt abgeliefert hast, aber Kamenzitterknüppelchen. Ich geb dich gleich ein Kamenzitterknüppelchen. Das hat sich ausgeknüppelt. Frau Christine, möchten Sie Tassel Kaffee? Ja, zum Tassel Kaffee, da die nicht nein sagen. Dass aber du immer wieder aufzählen musst mit der wilden Maus. Du, die zirken überhaupt nicht auf. Aber es wäre Zeit, dass er über dieses ach so tragische Erlebnis drüber wegkommt einmal. Ich darf doch. Bitte. Wenn sie ihn halt einfach so angerufen hat, ne? Also, was hat er denn nur für eine Bewandtnis mit der wilden Maus? Ja, genau. Ach so, ja. Also, dann mal raus mit der Sprache. Ja. Also, diese wilde Maus, das ist eine ganz besondere Achterbahn. Ja, die war früher sogar aus Holz noch. Und das hat dann immer so komisch geknarzt, gell? Und in der Kurve war es gemeint, jetzt und jetzt schmeißt sie ihn aus. Was? Da wurden die Fahrgäste rausgeschmissen? Nein. Man sagt halt so, wenn es gar runtergeht. Gach was? Steil. Ja, weißt du, so ein steiler Zahn wie du. Du sag mal, ne? Du denkst ja immer nur an. An was denn, mein wildes Mäuselken? Vergiss es. Und über diese wilde Maus, da gibt's ja die wildesten Geschichten, gell, Christine? Ach so, ja. Also, wie ich ein junges Mädel war, so im Alter von eurer Katrin etwa, da war ich auf der Wiesn als Bedienung. Und da habe ich mich an meinem freien Nachmittag einmal mit einem netten jungen Mann an der wilden Maus verabredet. Ja, das kann ich gut verstehen. Ne? Also jetzt fängt ja schon wieder an. Ja, du lass die Christine doch mal erzählen. Ne? Jetzt wird das doch spannend, weißt du, die gewisse Spannung. Also
Also diese gewisse Spannung, die hat sich sehr schnell in Luft aufgelöst. Schon am Anfang hat er nämlich immer so rumdruckst, gell? Und wie man dann ganz oben, so am höchsten Punkt war, da fällt der plötzlich über mich drüber? Oh, ja. Nee, über sie hergefallen, Isa. Nein, ich meine, der kippt so um und alles über mein schönes Dirndl. Na, Prost, Mahlzeit. Nee, was hat er denn dann gemacht? Ja, nix. Er hat sich eigentlich im Nachhinein ziemlich deppert angestellt und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ach, okay. Oh, nee, das ist also wirklich ein Depp, gell? Ja, sag's nur. Ja, ja. Der Kerl war ein Depp und der Depp, der war ich. Ne, ehrlich? Na, endlich. Was noch endlich? Endlich hast du dein traumatisches Erlebnis überwunden und stehst zur Wahrheit. Zu was für eine Wahrheit? Dass ich ein Depp bin? Das hat mir mein Vater schon immer gesagt. Nein, dass du nicht schwindelfrei bist, die aber nicht traut hast, das zuzugeben. Was ich ja bei einer so wunderbaren Frau wie der Christine verstehen kann. Ja, sag einmal, Opa, Josef, und du hast das alles gewusst? Gewusst nicht, aber geahnt. Was geahnt? Dass deine chronische Wiesenantipathie einen ganz simplen Grund haben muss. Und woher hast du dann gewusst, dass die Christine, ich meine, die Frau Asamoah da mit drin verwickelt war? Das habe ich nicht gewusst. Aber wie wir zwei gestern am Fünferlooping angestanden sind. Gott, das wollen wir schon wieder schwindelig. Da hat man die Christine die Geschichte erzählt. Und ich hab nur noch eins und eins zusammenzählen müssen. Also, Frau Asamoah, das ist mir im Nachhinein heute immer noch furchtbar peinlich, glauben Sie mir's? Nee, das ist doch alles schon längst verjährt. Und jetzt lassen wir mal die blöde Siezerei. Ich bin immer noch die Christine. Jetzt weiß ich nicht, Lieske, ne? Ob die Geschichte mit der wilden Maus gut oder schlecht für dich war. Wieso? Na, also wenn dem Sepp nicht schlecht geworden wäre, ne? Dann hätte er vielleicht der Christine geheiratet. Ach. Und ihr hättet euch ja nicht kennengelernt. Und der Ida hat wahrscheinlich heute noch im Ring stehen und auf die Trambahn warten. Na, das hat schon alles seine Richtigkeit gehabt. Ein Jahr später habe ich ja dann schon meinen Mann, einen Ingenieurstudenten aus Ghana, kennengelernt. Und bin mit ihm und später mit dem Simmerl sehr glücklich geworden. Ja, ja. Die Liebe ist das Licht, das Leben. Und die Ehe die Stromabrechnung. Immer noch auf ganz dünnem Eis. Ja, pardon. Aber Christine, ich hätte da für solche Fälle eine fabelhafte Geschäftsidee. Ein Dirndl aus Gummistoff. Ja, da schmutzt nichts und im Falle eines Falles kannst du dann den Schmodder einfach abwaschen. Na, also, das ist nicht ganz mein Stil. Obwohl, es soll ja Dirndl geben aus Latex und Gummi. Na, ehrlich, schade. Jetzt muss ich hinaus in den Wagen und schauen wegen eurer Tracht. Ja, dann komm ich mit. Ja. Ich meine, wir können doch auch zu dritten ausgehen, ja. Oder? Also. Das hast du gemeint mit dem, du wirst dich heute noch wundern, oder? Nicht ganz. Ja, ich muss mich jetzt auch fertig machen. Meinen Maßanzug ausführen. Mein Und da haben wir gemeint, dass heute in der Früh wieder irgendwann der Normalzustand bei uns einkehren wird. Im Gegenteil, das ist ja der Wahnsinn, hoch 5 jetzt. Also sei halt nicht so. Ich find's schön. Was? Dass du endlich auch einmal eine Schwäche zugibst. Das macht es so richtig menschlich. Servus, Babsi. Hallo, Katrin. Du, Papa? Ja? Stimmt es wirklich, dass du heute mit auf die Wiesn gehst? Ich mit auf die Wiesn? Wie kommst du denn da drauf? Ja, das hat der Opa gesagt. Ah, der Opa hat das gesagt? Ja. Ja, nur leider weiß ich nichts davon. Nein. Ich meine, du stehst zu deinem Wort. Ich? Ja, selbstverständlich. Ich stehe immer zu dem, was ich sage. Also nachher, vor ziemlich genau 2 Wochen hast du zu mir gesagt... Unter Zeugen. Genau, dass du erst auf die Wiesn gehst, wenn es den mit der Kutsche und der Musikkabine abholt. Genau, ja. Also nachher. Was ist jetzt los? Na, gehen wir her. Was? Das gibt's ja nicht. Das ist die Wirtskutsche von unserer Wiesenzeit. Weil als alter Schaumkenner hat man natürlich so seine Beziehungen, ne? Ach so, ja, ja. Wahrscheinlich, wenn das kleine Tier aufgeht und die Blasmusik wird beim bayerischen Defiliermarsch remarschieren, gell? Ja, wer bist jetzt da wieder drauf gekommen? Thank you.
Straßenbahnuniform auf die Wiesen geht, das geht doch nicht. Dass du mit der Ausrede daherkommst, das haben wir uns gleich gedacht. Darum habe ich dir was zum Anziehen mitgebracht. Mei, aber... Jetzt wird es sehr eng. Ja, aber ich konnte doch nicht ohne mein Liesel gehen. Brauchst du auch nicht? Bin schon fertig. Hat's mir sauber reingelegt, he? Ja, aber nur mit den besten Absichten. Ja, dann kann man eigentlich, gell? Aber eins musst du versprechen. Ein Fahrgeschäft musst du halt fahren mit mir, gell? Und mit mir? Ah, und mit mir? Nein, das überlebe ich nicht. In solchen Fällen empfiehlt der Fachmann die gute alte Grinoline. Also gut, von mir aus. Aber Leute, wenn ich es nicht überstehen sollte, dann begrabt's mich wenigstens aufrecht wie einen Mann. Ja.